Hello, Ladies and Gentlemen, und willkommen oder willkommen zurück zu The Binding of Isaac Repentance. Lasst uns einen neuen Run machen. Wisst ihr was? Ich würde gerne früher oder später Godhead unlocken. Und dafür benötigen wir alle Completion Marks auf allen Lightside-Charakteren. Ich mach's zwar nicht gerne, aber lasst uns einen Run mit Maggie machen. Ganz unkompliziert versuchen wir nach oben zu Isaac bzw. zum Blue Baby zu gehen. In die Chest! Wie war euer Tag? Erzählt mal. Ja, das ist komplett random und ich möchte das wirklich wissen. Außerdem, wenn ihr bei mir auf dem Discord seid, lasst uns einen Spaß erlauben. Pingt alle mal einfach so. Wenn ihr das Video seht, dann pingt mal C. Carsten an und schreibt ihm einfach als Nachricht, ist so. ISSO. Einfach so. Umso lustiger, wenn es versetzt kommt. Weil ich weiß, er guckt kein Isaac. Und das kann ich ihm nicht durchgehen lassen. Das geht nicht. Das, ne. Da hört der Spaß auf. Das geht gar nicht. Nö, ich muss nicht zu dir hoch. Mach immer weiter, ist okay. Ich habe ein weiteres... Fuck. Ne, Moment. Das hätte ich gerne. Das hätte ich gerne. Das habe ich nicht, das hätte ich gern. Ich habe ein weiteres Projekt für mein nächstes Yacht. es wäre wahrscheinlich klug, wenn ich jetzt zum Boss gehen würde. Weil besser wird meine Devil Deal Chance nicht. Aber mit den Stats habe ich das Gefühl, würde ich es nicht schaffen. Dann nehme ich lieber das Risiko in Kauf, getroffen zu werden. Genau, ein weiteres Projekt für ein Yacht. Für ein Let's Have a Look At. So. Wow. Werde ich euch bei Gelegenheit mal zeigen. Will gar nicht zu viel darüber ausplaudern. Ist kein Geheimnis natürlich. Aber. Ja, ist okay, ist okay. Wahrscheinlich nicht besser als das Yam. Okay, das ist besser als das Yamhart. Ja, wie gesagt, ich will gar nicht zu viel darüber verraten oder zu viel darüber quatschen, denn das ist Isaac. Und auch vielen Dank für das Feedback, das mir jemand geschrieben hat, der sagte, er findet... Wartet. Haha. Goblinstone gut, möchte aber nicht auf Isaac verzichten. Ich glaube, es war... Lasst mich kurz überlegen. Es war nicht K. Indiana Jones, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, finde ich cool. Vielen Dank. Freut mich, dass es immer noch gerne gesehen wird. Das ist natürlich die ganze Quintessenz dahinter. Denn solange ihr Spaß habt, habe ich Spaß am Aufnehmen. Wir werden ziemlich sicher den Devil Deal hier bekommen. Ich würde auch gerne euch mal Revelations zeigen, aber nicht mit Maggie. Nicht mit Maggie. Die ist dafür zu schwach. Ich will dafür das Early Game... wirklich schnell Items haben. Muss gar nicht Brimstone sein, aber sowas wie The Pact oder sowas wäre schon ganz gut. Wisst ihr, was ich echt seltsam und auch lustig zugleich finde? Teilweise kriegen wir kein einziges Spacebar-Item. Und jetzt kriegen wir schon zwei. Telepathie for Dummies, wie gesagt, ist gar nicht schlecht. Würde ich. Also hätte ich jetzt nicht den D6 gefunden, hätte ich es mitgenommen. 100 Pro. 1000%. Aber dadurch, dass wir wahrscheinlich gleich den Devil Deal kriegen, kann ich zum D6 nicht nein sagen. Schade, dass ich nicht zuerst rechts lang bin und den zuerst gefunden habe, aber gut. Haben wir schon Mega-Satan besiegt? Haben wir sogar schon. Wie kann das denn sein? Wie kommt denn sowas? Und das mit Maggie? Aber Delirium haben wir. Haben wir auch! Das muss ein Bug sein. Meine Stimme ist weg. Allein. Wisst ihr, worauf ich gerade echt Bock habe? Auf einen Run mit dem Blue Baby. Ich weiß nicht, was los... Wow! Was los mit mir ist. Das war voll fies. Wäre ich jetzt da los gewesen und wäre gestorben, hätte ich dich gehasst. Oh, Alter, ich mache halt so wenig Damage. Ne? Das ist schon fast negativer Damage. Ich habe noch nicht mal eine Bombe. Ich glaube, mit einer Bombe wäre Plum oder Baby Plum tot. Eieiei. Seht ihr jetzt, warum ich sagte, ich möchte mit Maggie nicht auf den Angel Deal warten? Immerhin haben wir keine
Wir hätten theoretisch eine Zeitkomponente. Okay, Tears up. Eventuell könnten wir... Wir haben weder Boss Rush noch Hush. Mal gucken, wie wir durchkommen. Oh no, nicht du. Das ist nicht gut. Ich habe das Gefühl, das ist einer der tankigsten Bosse, die es überhaupt in den Early-Ebenen gibt. Ja. Yeah. Dann hoffe ich einfach mal, dass der Devil, die uns hold ist. Echt scheiße, dass ich keine Bombe habe. Das wäre super hilfreich hier gewesen. Ja, immerhin, wenn ich dich töte, glaube ich, sterben deine Ads mit. Ich glaube, das hatten wir schon mal gecheckt. Aber schaut auf die Zeit. Wir sind bei 5 Minuten und haben noch nicht mal die erste Ebene fertig. Und ja, ich weiß, es ist eine Doppelebene. Okay. Aber ich kann euch sagen, Tainted Maggie hingegen ist super lustig. Macht echt viel Spaß. Ist auch wieder ein ganz anderer Playstyle. Gut. Ich habe kurz überlegt, ob ich rerolle, aber nö. Nö. Judas Shadow. Weißt du? Nein. Einfach nein. Also ich sagte, es muss gar nicht Brimstone sein. Meinte ich natürlich, dafür muss es dann Mom's Knife sein. Oh. Okay, hoffen wir mal, dass wir ein paar Schlüssel finden. Denn das ist momentan so ein kleines Bottleneck. Fuck. Ja, I know, Guppy. Heißt aber nicht, ne. Ich habe zwar gesagt, ich brauche Schlüssel, aber nicht so. Das ist auch gar nicht notwendig, um ehrlich zu sein. Nicht für das Blue Baby. Mit Mom's Knife haben wir uns auf jeden Fall eine riesig große Zeitersparnis verschafft. Das kann ich euch versprechen. Wenn wir natürlich jetzt die Item Rooms auch auslassen, steigt das die Chance auf ein Planetarium. Okay, das war der Curse. Tears up. Speed up wäre gut. Ich habe kurz überlegt, ob ich weitergehen sollte. Aber nein. Noch nicht. Ey, ich habe übelste Voice Cracks. Ich weiß nicht, was los ist. Ja, es wäre gut, wenn wir jetzt einen Schlüssel finden würden. Okay, ich gehe auch nicht weiter, denke ich. Noch ist es early genug, um es zu rechtfertigen. Tut zwar weh, auch wegen dem D6. Aber naja. Wenn man mir keins geben möchte, keinen Schlüssel, dann halt nicht. Vielleicht kriegen wir die Paperclip ja noch. Das wäre cool. Ich dachte gerade, da wäre nichts drin gewesen. Was war denn das? Damaging Creep. Nee. Ich habe eh keine Bomben. Ja, musste sein. I know, man. I know. Alles gut. Ich kann wirklich nicht mad sein. Das ist ein Maggie-Run, wo ich im ersten Floor buchstäblich Mom's Knife bekommen habe. Also wirklich alles. Ich kann hier nicht meckern. Das wäre nicht gerechtfertigt. Das könnte nämlich weitaus schlimmer sein. Und normalerweise ist es das. Das war übrigens für diejenigen unter euch, die das nicht wussten, extrem dumm. Balls of Steel. Sehr schön. Leider noch immer keine Bombe. Und kein Schlüssel. Also damit sparen sie aber gerade wirklich. Nö, mache ich nicht auf. Und wisst ihr warum? Weil ich jetzt hier einen Schlüssel kriege. Guck. Fuck. Ihr hättet echt blöd geguckt, wenn das gestimmt hätte, oder? Ach.
komm schon. Ich gebe dafür kein Health aus. Forget it, man. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht jeden Item Room hinter mir lassen, ne? Einer, okay. Zwei, nee. Aber was soll ich machen, wenn ich droppe ja buchstäblich gar nichts. Weder einen Schlüssel noch eine Bombe. Ja, dann eben nicht, ne? Bighorn. Hast du da gerade Littlehorn gespawnt? Stefan, kannst du das? Hundefutter. Nee. Nee. Nö. Was soll ich sagen? Ich komme einfach an nichts. Ich bin jetzt bei einer 40%igen Planetarium-Chance. Einfach, weil ich nur nichts kriege. Weder eine Bombe... Ey, Ranger wäre übrigens auch ziemlich gut. Weder eine Bombe noch ein Schlüssel. Guck mal, gar nichts. Und ich weiß ja mittlerweile, dass man sagt, oder dass es so ist, dass der Curse diese erhöhte Chance auf goldene Kisten ist. Und das verstehe ich auch. Aber irgendwann ist auch mal gut. Ey, war das... Ja. Petrified Poop. Sehr schön. Vielleicht kommen wir ja so an Shit. Nope. Das probiere ich gar nicht erst. Tatsächlich würde ich mir sogar überlegen, wenn ich jetzt den Item Room finden würde, da reinzugehen. Denn es könnte sein, dass wir ein Planetarium finden. Hätte ich nur eine Bombe, ich schwöre euch, ich hätte das sofort aufgemacht. Vielleicht finde ich noch eine. Wir sind sehr gut in der Zeit. Schade. Ja, 0,85 Movement Speed. Ist okay. Ja. Macht das Dodgen unglaublich schwer, ne? Guck mal, ich krieg wirklich zum Verrecken weder einfach keinen Schlüssel oder eine Bombe. Ja gut, jetzt habe ich einen Schlüssel, okay. Ich weiß, was ich... Nein. Nope. Forget it. Nope. Forget auch this. Altbekannter Freund. Cursed Eye. Mom's Knife carried halt schon wirklich hart, ne? Ich bräuchte aber trotzdem mal irgendwann was anderes. Und ich habe jetzt auch keinen unendlichen Health-Vorrat, davon mal abgesehen. Na los. Ich sagte, wenn ich eine einzelne Bombe finde, gehe ich da hinten hin. Chancen sind hoch, dass ich da wenigstens noch eine Bombe rausbekomme. Das sollte außerdem recht schnell gehen. Übrigens, More of the Void, weil ich weiß, dass das einer von euch schreiben wird. Ja, es ist ein gutes Item. Hätte ich auch genommen, wenn ich nicht Mom's Knife hätte. Absolut gutes Item, keine Frage. Aber hilft nichts. Denn normalerweise lade ich keine 2,5 Sekunden auf, wenn ich Mom's Knife habe. Dann geht das schneller. Wie gesagt, ein bisschen Tiersab wäre noch ganz cool. Oder ein paar Schlüssel. Wäre auch ganz cool. Also, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann wäre das natürlich, dass wir... Übrigens, guck mal, wenn wir gleich zu Hasch gehen sollten, ne, dann habe ich nicht einen Schlüssel für nichts. Für nichts. Auf der anderen Seite, wenn wir noch weitere Devil Deals bekommen, dann könnten wir Guppy bekommen. Das wäre dann vielleicht mehr wert als ein Schlüssel.
Let's have a look. Nee. Down he goes. Schon Death 2. Auch nicht ihr Mann. Habe ich beide Würmchen da gekillt? Ich glaube schon. Ein Schlüssel! Bist du einfach so in die Stacheln gelaufen? Weißt du, wie unglaublich dämlich das ist? Ein Raum, den wir niemals in diesem Run erkunden werden. Irgendeine Tür mit mehr als einem Schlüssel dahinter. Nein, andersrum. Mit mehr als einem Schlüssel, den man verwenden müsste. Wir müssen nicht raus. Das heißt, wir brauchen auch nicht nach The Fool schauen. Und wir möchten ja auch den Boss Rush machen. Und da ist ein Planetarium. Ja, Chance war wie gesagt. Wisst ihr übrigens, jetzt wäre es tatsächlich ziemlich sinnvoll, The Beast zu machen. Denn ich habe zwei Item Rooms zurückgelassen. Das ist ziemlich cool, glaube ich. Ich glaube, wir haben jetzt... Nee, sind normale Tränen. Ich dachte, es würden Messer sein. Aber Saturnus ist ein cooles Item. Das mag ich. Ich müsste das mal nachlesen, ob dieser Guppies Curse-Ding auch die Chance auf Schlüssel verringert. Weil das wäre mir neu. Das glaube ich auch nicht. Das ist wahrscheinlich nur Bias. Aber ich habe das Gefühl, ich droppe wirklich wenig Schlüssel. Ich meine, klar. Der Side-Effekt soll natürlich sein, dass ich viele goldene Kisten kriege, die ich nicht alle aufmachen kann, weil mir Schlüssel fehlen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wirklich aktiv verhindert wird, dass ich überhaupt Schlüssel droppe. Seht ihr jetzt zum Beispiel, ich muss gar nicht groß nach dem Dings schauen. Nach dem Item Room, denn ich habe eh keinen Schlüssel. Das war knapp. Das auch. Das nicht so sehr. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Maggies Unlock aus dem Boss Rush Kacke ist? So, wir brauchen auf jeden Fall... Wir wollten zu Isaac, richtig? Richtig, richtig, richtig. Gut. Nein. Ja. Damage up nehme ich. Den Devil werden wir hier verwenden. Alles nicht toll, um ehrlich zu sein. Rerolls all pickups in the room. Das ist wirklich alles super scheiße. Das ist echt alles kacke. Das ist auch, glaube ich, kein Hushkiller-Bild. Ich meine... Okay, wir machen wirklich gut Damage. Kann man wirklich nicht anders sagen. Übrigens hätte man sich tatsächlich überlegen können, den D20 mitzunehmen, aber nicht auf Kosten, fuck, des D6. Tschüss. Sag mal, wo kommt ihr eigentlich alle her? Wer hat euch gespawnt? Wie sie meinen Vater gefragt haben. Wie hast du den denn gespawnt? Was hast du denn dabei gedacht? Bist du gerade gestorben, weil du gegen den Rock da oben gelaufen bist? Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Gut. Nicht gut. Gut. Fuck. Ja, ist doch gut. Bleib ruhig. Ich weiß, dass du pfeifen kannst. Das hast du super gemacht.
Weißt du, ich hab's ein bisschen eilig, wenn ich ehrlich bin. Wie wär's? Nur du und ich. Guck mal, so machen wir. Nee, so nicht. Ja, so schon eher. Ey, dieses... Dieser Movement Speed, der macht mich wahnsinnig. Echt, ich komme wirklich nicht zum Dodgen. Okay, blind. Oh, natürlich. Du musst sterben. Egal wie. Ja, so ist gut. Nee, ich muss wirklich sagen, außer ich kriege noch ein Batzen mehr an Health, dann sonst traue ich mir, glaube ich, Hush nicht zu. Hush ist doch nochmal eine andere Hausnummer. Fucking Gurglings. Ist da noch irgendwo einer? Du. Immerhin machen wir relativ schnell Progress hier. Hier wäre das zum Beispiel ziemlich geil mit dem D20 jetzt gewesen. Aber man weiß natürlich vorher nicht, was hier so alles droppt, ne? Okay. Saturnus hat diesen kleinen Nebeneffekt, dass Tränen, wie ihr jetzt gesehen habt, aufgefangen werden können. So, wer ist der andere denn, der hier gespawnt ist? Hatten wir dich schon mal? Wieso kommst denn du doppelt? Ah! Fuck! Ich brauche Range und Tears Up. Okay, wohin hast du den gejietet? Also wenn ich das richtig gesehen habe, läuft da hinten noch eine fette Spinne rum, oder? Die. Deine eigenen Waffen geschlagen. Okay, doch. Du bist auch noch da. Hm? Wir haben noch eine Chance auf einen Reroll. Och. Maggie's Bow. Rooms or maps are revealed from further away. Can reveal secret rooms. Oh, ja, nee. Soul Heart, have a chance to... Ja. Warum nicht? Nicht fantastisch, aber okay. Gut. Jetzt weiß ich auch, dass ich der Devil hätte verwenden sollen. Aber jetzt bin ich trotzdem auch froh, dass ich es nicht getan habe. Denn dann können wir das potenziell bei Hush verwenden. Potenziell. Ich brauche aber unbedingt Schlüssel. Ich habe ein fettes Problem, wenn ich nicht einen einzigen Schlüssel bis dahin finde. Das wäre super unlucky. Denn ich habe auch viel Geld. Ich habe 27 Geld. Und ich könnte damit Zeug kaufen. Ja, so funktioniert nämlich Geld. Wäre scheiße, wenn ich das nicht verwenden könnte. Ich meine, ich bräuchte theoretisch im Idealfall 7 Schlüssel. Die Hoffnung habe ich eh schon längst aufgegeben. Unless. Ich meine, es gibt noch Items wie den Lucky Key oder so. Dad's Key, glaube ich, gibt auch noch 2-1 Schlüssel. Das Schönste wäre natürlich die Paperclip als Trinket. Das wäre das Beste. Immerhin könnten wir jetzt theoretisch auch... Nee, Leute, so schaffe ich das definitiv. So brauche ich auch wirklich nicht zu Hush zu gehen. Ich habe... Mom's Knife würde für viele Leute hundertprozentig ausreichen. Da bin ich mir sicher. Hundertprozentig. Gar keine Frage.
Aber mit so wenig Movement Speed habe ich das Gefühl, ich kann. Also ich kann ihm nicht dodgen. Ich meine, ihr seht es ja hier schon. Ja, das hat sich eh gerade erledigt. Ich habe echt noch überlegt. Aber ich habe hier so viel verloren. Ach, das hätte ich. Ja, vielleicht ist eine Hierophant dabei. Oh, hier ist eine Joker-Karte. Die können wir mal verwenden. Ja, ist nicht schlimm. Kann man rerollen. Und wir kriegen ein Item aus dem Devil Deal. Scheiß Item, aber Guppi. Und theoretisch habe ich es auch falsch gespielt, denn ich hätte das zuerst aufmachen müssen. Denn er hätte ein Item drin sein können. Und das wäre dann mitgerollt worden. Range-Up ist gut. Das ist nicht so toll. Empress, was war nochmal? Justice ist auf jeden Fall auch gut. Nur kein Goldkeep. Das war falsch. Mist. Okay. The Moon können wir uns mit nach unten nehmen. Was haben wir noch? The Devil hätten wir nochmal. Und The Stars. Dann nehmen wir nochmal The Devil mit. Dann ist es so, als hätte ich nie verkackt. Jetzt bräuchten wir theoretisch auch nur noch, und ich sage das sehr vorsichtig, ein Guppi-Item. Und wir hätten die Guppi-Transformation. Oh, sehr schön. Da habe ich Schlüssel, damit könnten wir wenigstens immerhin den Shop aufmachen. Oh, bist du echt so schwach? Ich hätte wetten können, dass der dadurch stirbt. Darauf hätte ich alles jetzt gewettet. Ernsthaft. Wartet. Balls of Steel, sehr schön. Okay. Also, wir können auf jeden Fall in den Shop gehen und die zwei Item Rooms. Das ist schon mal etwas. Ich meine, es wäre wahrscheinlich spieltechnisch falsch, es nicht zu versuchen. Denn den Run zu Isaac schaffe ich mit weitaus weniger Zeug. Hasch. Habe ich jetzt wenigstens einen Versuch, weißt du? Und, wie gesagt, Mom's Knife ist natürlich ein absolutes Fuck-Carry-Item. Ich werde noch getroffen, don't worry, guys. Never mind. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Es könnte sein, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es könnte sein, dass ich echt ein Genie bin. Alright. Kein Item. Ey, das ist teilweise so scheiße, wenn du da nicht wegkommst von. Das ist übrigens super unlucky, ne? Möchte ich nur mal dazu gesagt haben, dass wir hier kein Item bekommen haben. Aber dann ja, so ist es halt. Ich weiß nicht, ob ich ich weiß nicht, ob ich noch irgendwie an Guppi hätte kommen können. Die 9 Volt, 4,5 Volt Batterie ist natürlich ziemlich gut, aber auch nur dann, wenn ich... gib mir Stompy nicht sogar ein Health ab? Nee. Macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich ein Item habe, mit dem es Sinn macht, das wieder aufzuladen. Das ist zum Beispiel alles nicht gut, und ich weiß, dass einer von euch total auf dem Sprinkler steht. Der ist, glaube ich, weißt du, Technology 2... Also, das ist immerhin. Ich brauche ein bisschen was an Damage. Jetzt gucken wir mal hier rein. Toll. Okay, wir haben auf jeden Fall noch einen Schlüssel. Bringt mir die bringt mir nichts, ne? Ja, wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Nehmen wir den Sprinkler einfach mit. Warum nicht?
Okay. Ja, schießt Knives. Und wenn wir das häufiger aufladen können. Mein Gott. Das ist dann scheiß Ernst. Guck mal, ich hab dran gedacht. Nice, ne? Machst du auch was? Nö, ne? Oha. Ach ja. Extra für euch, die ganzen Sprinkler-Fans bei den Zuschauern. Ich muss dazu sagen, übrigens, auch im Boss Rush, wenn ich dann ein Batterie-Item habe, bin ich auch ein großer Freund von Sprinkler. Nicht immer, aber oft. Also denkt nicht, dass ich das Item nicht mag. Oft ist es halt nur super situational, dass ich es nicht immer mitnehmen kann. Also ich meine, klar, ich kann natürlich schon. Niemand hält mich physisch auf, aber... Saturnus kann uns hier übrigens auch echt behilflich sein, denn wie ihr schon gesehen habt, fuck, absorbiert es ja ein paar der Tränen. Okay, ich muss mich hier gerade ganz kurz konzentrieren. Vielen Dank. Das Healing ist natürlich relativ wurscht bei uns. Ach komm. Das Healing ist natürlich recht wurscht, denn wir haben nicht viel. Purity. Echt gutes Item tatsächlich. Mag ich. So, wir gucken. Delirium haben wir, Boss. Okay, wenn wir es jetzt noch schaffen würden, irgendwie zu Isaac zu kommen, wäre das prima. Zu Blue Baby. Ich sag so. Theoretisch müsste es machbar sein, aber es kann natürlich immer wieder passieren durch irgendeinen Scheiß wie ungünstige Spawns oder sowas, dass ich es versaue. Teilweise auch durch Inkompetenz. Keine Frage. Sollten wir allerdings zu... Das ist... Ey. Was soll ich denn dazu sagen? Er hätte buchstäblich in dem gesamten Raum spawnen können und er entscheidet sich, ich spawn auf seinem Gesicht. Sag mir, wie sowas fair ist. Klasse, ein Steam Sale. Für all die Shops, die noch kommen. Ich hätte vor allem echt cool gerade sparen können, weißt du? Oder, was heißt sparen? Ich hätte Plus machen können, als ich das Soul Heart hier gefunden habe, weil das ist ja doch ein recht seltener Drop, gemessen an anderen Dingen. Aber nö, direkt verloren. Wir haben 7 Bomben, dann gehe ich das, was heißt Risiko, dann nehme ich mir die Zeit und gucke, ob wir hier noch irgendwo was finden. Denn wir werden ziemlich sicher keine bis kaum Schlüssel mehr finden. Entsprechend können wir uns von dem Gedanken verabschieden, in der Chest oben noch Zeug zu bekommen. Ich meine, gut, es gibt natürlich noch andere normale Kisten, auch wenn es wahrscheinlich nicht wirklich vorkommen wird. Ihr wollt mich einfach ärgern. Seid doch ehrlich. Immerhin im... Ach, das ist ja gar nicht der Boss. Ich dachte gerade, da oben wäre die Boss-Tür gewesen. Wäre auch zu schön gewesen. Ein oder zwei Schlüssel. Das wär's. Und ich habe natürlich auch hier wieder große Spielfehler gemacht, ne? Keine Frage. Ich hätte, nachdem ich Stompy bekommen habe, definitiv gucken sollen, ob wir oder ob ich
Crawl Spaces oder so finde. Keine Frage. Das meinte ich übrigens mit Unlucky Spawns, ne? Da reinzukommen und dann zu sehen, da waren ja... Ja, was, wie nennt man die denn? Tower? Keine, ich weiß es nicht. Wird langsam knapp. Also, auch wenn ich... Ne, tatsächlich, ich traue mir das aktuell nicht zu, das Blue Baby. Gib mir noch 2 Soul Hearts und ich sage ziemlich sicher, außer es kommen ganz viele von The Fallen. Ne, nicht Fallen, wie heißt denn der? Forgotten? Ne, der Typ, der halt Brimstone Laser schießt und aussieht wie ein Boss aus dem Devil Room. Aus dem Devil Pool. Ja, wisst schon, wen ich meine. Über den ich mich halt jedes Mal aufrege. Wenn natürlich viele Räume mit dem kommen, dann gucke ich nur blöd. Dann mache ich nicht viel. Zusätzlich jetzt Health würde auch echt weit jetzt gehen können. Denn wir würden uns ja heilen. Aber nur dann, wenn uns auch Red Health fehlt. Und momentan tut's das nicht. Ich glaube, es war pro 15 Gegner ein halbes Herz. War das so? Wir haben tatsächlich auch keine... Also wir haben keinen Flug bekommen. Ich sagte ja schon mal, mittlerweile, so seit Repentance, ist es schwieriger, eigentlich in einem Run kein Flug-Item zu bekommen. Ach, troll mich doch nicht, Digga. Natürlich mache ich dich nicht auf. Da war ich sehr optimistisch. Ich weiß, dass ich die übrigens auflaufen konnte. Ne? Ich möchte nur verhindern, da reinzulaufen. Weil ja wirklich nicht, hm? Aber da ich nicht nach Secret Rooms suche, kann ich das genauso gut hier verdonnern. Was war das? To be a random heart. Ja. Why not? Die erste Phase. Immer die schlimmste. Zweite. Danach geht's. Wie gesagt, nicht mit 2,5 Herzen. Glaube ich nicht. Aber hey, ich sagte es ja schon einmal. Ja, muss ich nehmen. Muss ich. Noch langsamer. Toxic Shock ist okay. Ist gut. Monstrous Lunge. Weißt du was? Vor der Lulz, warum nicht? Ich kann mich nicht wegbewegen. Das ist sehr gut. War das das Carry-Item, was mir gefehlt hat? Ich komme nicht weg! Denn nicht vergessen, Toxic Shock skaliert mit unserem Damage. Und da wir gerade Magic Mush eingesammelt haben, hat sich unser Damage vervielfacht. Weil das ein ziemlich hoher Multiplikator ist. Betrayal, uninteressant. Gold wert. Gold wert. Okay, da ging irgendwas auf, aber wir haben nichts gedroppt. Na gut. Ihr könnt euch vorstellen, dass wenn wir noch mehr Damage hätten, hier natürlich super
Ja, komm schon. Easy durchmarschieren könnten. Nee, werde ich jetzt auch nicht mehr verwenden. Das kann eigentlich nicht. Oh, Hosted ist gut. Ist wieder ein defensives Item. Auch hier wieder. Perfekt. Allerdings sehe ich kaum was. Ich kriege starke Flashbacks an, ihr wisst schon was. Komm, wie groß der Hosted ist. Er bleibt halt einfach stehen, habt ihr gesehen? Down he goes. Ja. Für eine Bombe nutzen wir das. Speed up, Tears up, Damage Multiplier nutze ich. 100% nutze ich das. Nur wegen dem Speed up alleine schon. Als ich Speed up gelesen habe, habt ihr es mir verkauft. Glitterbombs und 5 Bomben. Hüt. Krass, wie viele fucking Kisten wir droppen. Es ist immer wieder lustig zu sehen, wie unterschiedlich das Luck manchmal bei diesen Runs ist. Teilweise halt einfach gar nichts gedroppt und teilweise gefühlt eine Kiste in jedem zweiten Raum. Okay. Na los. Na, eigentlich sollte das andere los. Hit. Gut, doch noch geschafft. Ich hoffe, euch hat der Run gefallen und vor allem dir, mein Freund, mit dem Sprinkler. War das Trashmob? Nee. Wer war das denn, Mensch? Naja, du fühlst dich auf jeden Fall jetzt angesprochen. Den Run haben wir geschafft und haben The Celtic Cross freigeschaltet. Das war ein absolut erfolgreicher Run mit Maggie. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich sowas jemals in meinem Leben sage. Aber es fehlen nur noch die 2 Überbosse. 2 von 4, denn wir haben Megasatan und Delirium schon geschafft. Verbleibt Mother und The Beast. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut.